Nein, Leute, ich weiß auch nicht, was ich hierzu gerade sagen soll. Willkommen zu einem neuen Age of History 2 Video auf Kepler 22b. Ja, Leute, tatsächlich habe ich das Ganze heute einfach mal auf die Spitze getrieben, denn wir haben einfach mal das Spiel auf einem Exoplaneten. Kepler 22b umkreist nämlich den Stern Kepler 22. Wenn ihr mehr über Exoplaneten wissen wollt, habe ich euch hier einfach mal mein Video dazu verlinkt. Wir haben tatsächlich einige bekannte Figuren hier auch wieder im Spiel, zum Beispiel Angela Merkel und einen gewissen Herrn Macron. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich würde mal sagen, das ist anscheinend hier Russland aus dem Universum und das hier wären irgendwie Asien und auch noch Amerika dazu. Irgendwie ist das Ganze hier einfach mal im Jahr 3018 und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze hier funktionieren wird. Ich denke, ihr habt es gerade schon gesehen, aber alle Länder kolonisieren direkt und die Karte ist jetzt, denke ich mal, einfach schon voll. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich hier die Karte beschreiben soll, aber Neuseeland ist einfach mal von einer winzig kleinen Insel auch noch auf den Teil hier gekommen. Russland und Lettland sind eigentlich ziemlich groß. Dann haben wir hier Deutschland. Und ich würde sagen, das Vereinigte Königreich wird hier nicht überleben. Irland hat eine Kolonie und wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Man kann auf jeden Fall sehen, dass das Spiel ziemlich schnell läuft. Deutschland greift hier gerade mal Frankreich an. Also vielleicht sind sie auf diesem anderen Planeten mal besser als in den normalen Spielen. Und die Vereinigten Staaten greifen Mexiko an und Russland greift gerade Deutschland an. Dann haben wir hier Spanien, ich glaube, gegen Italien. Und ich würde mal sagen, Deutschland ist auch in diesem Universum nicht gut. Indien hat einfach mal einen großen Teil von China eingenommen. Und die Vereinigten Staaten haben, glaube ich, Mexiko fast komplett annektiert. Norwegen greift aber dafür Schweden an und Deutschland hat auf einmal hier Irland angegriffen, aber sie wurden zurückgedrängt, dafür greift nochmal Lettland an. Gerade führt auf jeden Fall Russland vor Kanada und den Vereinigten Staaten und Russland greift, glaube ich, Frankreich an. Mexiko ist irgendwie wieder da und hat ein bisschen was von den Vereinigten Staaten annektiert und Schweden hat Finnland und Norwegen eingenommen. Lettland sieht auf jeden Fall gut aus und Kanada nimmt gerade einfach mal die Vereinigten Staaten und Mexiko ein. Damit habe ich eigentlich eher weniger gerechnet und China kommt irgendwie wie in dieses andere Europa. Neuseeland hat seine eigentliche Insel verloren und hat jetzt diese Insel. Ich denke mal, irgendwann werden Lettland und Russland hier einen Konflikt haben. Das hier ist der Stand in der südlichen Region. Und Russland nimmt gerade, glaube ich, Spanien ein. Kanada muss auf jeden Fall aufpassen, nicht, dass Russland am Ende noch zu viel bekommt. Und Portugal hat auf einmal hier Gebiet, das verlieren sie aber an Lettland. Und Russland nimmt hier gerade einige Staaten im Süden ein und ich glaube auch mit Portugal. Nicht, ich glaube, es war gerade mal Italien. Lettland ist gerade aber noch irgendwie neutral. Australien wird von irgendwem angegriffen. Und Bangladesch war eigentlich bisher relativ ruhig. Das hier wurde jetzt alles von Russland annektiert. Und natürlich ist Deutschland mal wieder weg. Schweden hat die eine Insel hier. Denn sie haben, glaube ich, die Vereinigten Staaten angegriffen. Und Frankreich wurde von Russland eingenommen. Und ich glaube, Lettland hat ein bisschen was an Portugal verloren. Indien hat, glaube ich, ein bisschen was an Indonesien verloren. Und Schweden hat auf einmal hier Kanada angegriffen und auch halb eingenommen. Das hier ist by the way Bangladesch. Hier haben wir auf einmal nochmal Irland. Mittlerweile ist an dem Teil nur noch Portugal. Und ich glaube, Nepal ist unabhängig geworden. Und Russland ist jetzt mehr und mehr am Dominieren vom Ranking. Gerade nehmen sie auf jeden Fall Lettland ein, beziehungsweise ist das, glaube ich, China. Die sind jetzt nämlich eigentlich gar nicht mehr existent. Schweden hat auf jeden Fall im Norden ein kleines Kolonialreich und sie greifen auch nochmal Kanada an. Und sie werden dafür von Russland angegriffen und sie konnten sich sogar ein bisschen verteidigen, beziehungsweise doch nicht und es ging einfach mal viel zu schnell. Warum sieht Norwegen ein bisschen aus wie aus Preußen? Vor allem wegen deren Flagge ist das seltsam. Vielleicht wollen die ja noch irgendwie einen Weltkrieg starten. Indien sieht hier eigentlich am besten noch aus, aber ich denke mal, Russland wird dominieren. Vielleicht kann Indien was machen, wenn sie Bangladesch annehmen und ich glaube, das machen sie gerade auch mal. Das sollte ihnen jetzt auf jeden Fall mal helfen, wenn sie alles annektieren, aber Bangladesch kommt gerade noch mal irgendwie zurück. Irgendwie läuft das Ganze hier gerade mal ein bisschen länger. Ich weiß also gerade nicht, was ich dazu sagen soll und Russland greift hier gerade Kanada an. Das hier sind gerade irgendwie die Reste von Bangladesch und sie sind schon wieder ein bisschen am Ausbreiten. Portugal greift gerade Estland an und Lettland dafür Portugal. Australien wurde eingenommen und ich sehe gerade, dass Frankreich noch irgendwie auf dem Territorium überlebt hat. Neuseeland wurde zum Teil von Russland eingenommen und Kanada greift gerade mal Indien an. Irgendwie ist alles hier aber gerade zum Stillstand gekommen. Deswegen beende ich das Ganze, glaube ich mal. Das hier alles ging tatsächlich mal 200 Jahre und ich würde mich auf jeden Fall mal über ein Like freuen. Vielleicht schaffen wir wieder 50 Likes und ihr könnt gerne mal meinen Kanal abonnieren. Link zu meiner Community war es auf jeden Fall in der Beschreibung und ihr könnt von da aus auch gerne mal auf meinen Discord-Server kommen. Mehr kann ich heute aber nicht sagen und ciao.